Hallo, hier ist mal wieder FCA-Fan 31. Heute zeige ich euch in einem weiteren Tutorial, wie ihr das absolut beste Safe Game für Need for Speed Undercover kriegt. Also zuerst müsst ihr auf diesen Link hier gehen. Also kopieren, der wird auch in der Beschreibung sein. In irgendeinem Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome und sonst was. Einfügen. Enter. So, hier kommt. Und da müsst ihr jetzt hier klicken. Ja, das hier ist so ein blödes Pop-up. So, und hier kann man jetzt die Datei speichern. Also ich habe das jetzt schon gemacht. Ich mache das jetzt nicht mehr, aber ihr speichert die Datei halt irgendwo hin, auf euren Desktop oder sonst wohin. Also die habe ich jetzt schon. Die ist hier. Das ist der Ordner. Damit alles sieht das und hier nochmal was drin. Dann hier nicht den ganzen Ordner kopieren mit NFS Undercover, sondern nur hier diesen Alasitas Teil innen drin. Nämlich kopieren. Dann müsst ihr da auf Bibliothek gehen, wenn ihr Windows 7 habt oder so. Bei Vista weiß ich nicht, ob es geht. Dann sucht ihr NFS Undercover. Hier ist es schon. Und jetzt müsst ihr es hier einfach dabei NFS Undercover einfügen. Und hier sind halt die anderen Benutzer, die ich schon angelegt habe. Ja, und das war es jetzt einfach. Jetzt weiß ich nicht, also auf jeden Fall vielleicht müsst ihr euren PC neu starten. Müsst ihr halt mal ausprobieren. Und dann müsstet ihr ein super cooles Safe Game haben. Mit Truck und sonst was, das es normalerweise überhaupt nicht gibt. Ja, das war's schon wieder. Ich bedanke mich fürs Anschauen und bewerten.